Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute gibt's was von der Firma TGL. Jawohl. Aus ihrer Technikserie die Modellnummer T5037. 5.500 Teile Technik Porsche 911 im Maßstab 1 zu 6. Jo, okay. Bis jetzt hat man die 1 zu 8er. Jetzt ist anscheinend langweilig. Gut. Ein bisschen schon, ne? Wir haben ja so viele 1 zu 8 Autos gebaut und wir haben überall schon alles gebaut. Man muss in neue Bereiche vorstoßen und hat sich TDL gedacht, gut, machen wir einfach mal ein 1 zu 6 Auto. Ob das sinnvoll ist und ob sich das Ding gut bauen lässt und so weiter, das seht ihr jetzt erstmal im Aufbauteil und hinterher im Reviewteil. Bauabschnitt 1 liegt vor mir und wir haben ein Differential eingebaut. Komme ich gleich dazu. Hier würde jeweils ein XL-Motor sitzen mit Zugriff auf den Antriebsstrang. Ja, und dann haben wir von hier unten noch eine sehr interessante Konstruktion mit zweimal Schnecken, Wurm oder Schneckenzahnrad. Und da weiß ich noch nicht, wofür es ist. So, das Differential. Ihr seht, sehr großes Zahnrad, die sich hier gegenüberlegen und noch größeres da drüben. Ich kenne die so noch nicht, die müssen neu sein oder relativ neu. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht verbaut. Könnte mir aber vorstellen, dass es schon seinen Sinn macht, wie die hier drin sitzen, zwecks Kraftübertragung oder sonst was beim 1 zu 6er. Keine Ahnung. Okay, hier unten, seht ihr das, da haben wir... Da sitzt da Gummi, warum auch immer. Weiß nicht, ob ich den später irgendwie nach oben ziehen muss und irgendwo anschließen. Keine Ahnung. Momentan sitzt er da einfach so ein bisschen unmotiviert vor sich hin. Okay. Ansonsten, Teilequalität ist okay. Die Pins gehen ein bisschen schwer. Der Aufbau ist echt ungewöhnlich. Also so habe ich jetzt ein Auto noch nie begonnen. Irgendwie so, das ist ein bisschen seltsam zum Bauen. Aber ist klar, ein 1 zu 6, da muss ich ein kleines bisschen sicherlich unterscheiden. Zweck Stabilität, Breite, also eine Proportion, muss man alles ein bisschen anders angehen. Aber interessant und macht Spaß. So, Bauabschnitt 2 ist erledigt und wir haben schon eine ganz schöne Länge erreicht. Durch den Einsatz von 4 großen Rahmen, 5 sind insgesamt im Set, also einen bauen wir da unten noch dran. Ja, und es baut sich auch weiterhin sehr, sehr ungewöhnlich, mal abgesehen hier vom Antriebsstrangtunnel, wo wir hier zwischen Vierradantrieb und Zweiradantrieb umschalten. Ja, es ist doch ein bisschen ungewöhnlicher aufgebaut. Ich weiß immer noch nicht genau, wie gesagt, für was die ganze Mechanik hier mit den Schneckenzahnrädern ist. Es geht von hinten bis vorne. Vielleicht ist ein Verstellen des Fahrwerks. Wir werden es sehen. Überraschungen sind ja immer nett. Ausgelöst wird das Ganze nämlich hier. Okay. Insgesamt, es macht Spaß. Es ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber... Es ist nicht einfach. Ich bin 1,93 Meter, ich habe ziemlich große Pranken. Und es ist wirklich oft so, dass ihr fummligst irgendwo ein Zahnrad halten müsst, wo ihr kaum eure Wurstfinger reinkriegt und dann die Achse... Oh, es ist ein bisschen nervig. Es ist halt nicht nur ein- oder zweimal, es ist schon 5 oder 6 Mal so, wo ich echt kurz die Zange geholt habe, um das Zahnrad irgendwie zu halten oder noch eine dritte Hand gebraucht hätte. Oder kleinere Hände. Vielleicht ist es von kleinen Chinesen etwas besser zu bauen. Ich weiß es nicht. Das sollte jetzt nicht bösartig gemeint sein, das wisst ihr. Ja, das wollte ich nur erwähnen. Für Anfänger ist das Set definitiv nichts. Einfach weil ja, man nicht immer gut rankommt und immer darauf achten muss, dass Achsensteck stehlen, wenn man es zusammenschiebt und so weiter. Also als erstes Technikset sollte man sich vielleicht nicht ein 5000 Teile 1 zu 6 Auto holen. So, der Bauabschnitt 3 ist erledigt und wir haben nochmal ordentlich an Breite zugelegt. Ihr seht's. Und allein im Bauabschnitt 3 waren jetzt 20 der Rahmen hier drin. Muss man sich mal
einfach zergehen lassen. 4 von den großen Rahmen und mindestens jetzt schon fast 30 von den normalen Technikrahmen. Also boah, das wird ein Klopper vor dem Herrn. Okay, wir haben einen Mechanismus eingebaut, der die Sitze nach hinten schieben soll. Das geht über eine Drehfunktion. Hier vorne, ihr seht es, dann dreht sich der Mechanismus. Ah, es ist mit einer Hand. Egal, ich zeige es euch später im Review. Also gut, ich drehe auf jeden Fall hier und dann dreht sich das Gestänge und dann gehen die Sitze nach vorne und die Türen, denke ich, würden da später mit aufgehen. So reime ich mir das mal zusammen. Man muss es auch ein bisschen hochheben. Auf jeden Fall ist ein kleiner Fehler in der Bauanleitung. Und zwar, wir gehen hier hoch und dieses Zahnrad ist in der Anleitung hier vorne und verkehrt rum. Also, ne, so wie das angeordnet. Und dann geht's nicht. Die müssen beide natürlich in dieselbe Richtung schauen, so wie es jetzt ist. Das hier und das Pendant hier, wenn man das hier oben einsetzt, verkehrt rum. Dann geht der Mechanismus. Aber der eine Sitz geht vor und der andere geht zurück. Das dreht dann gegenläufig. Ich denke nicht, dass es Sinn der Sache ist. Ja, das ist, da fragt man sich dann mal wieder, haben sie es nur designt oder haben sie es auch gebaut? Weil wenn du das ausprobierst, Gott sei Dank habe ich es jetzt schon ausprobiert, gleich, wo man dann auch gut drankommt. Deswegen, wenn ihr Techniksets von Chinesen baut, probiert die Funktion immer gleich, bevor ihr sie zubaut. Weil oftmals kommt dann sowas raus. Okay, aber ansonsten, wir haben die ersten blauen Metallic-Liftarme eingebaut. Und die sind geil. Da sind ein paar Fingerdapsen halt von mir drauf. Aber es sind von super Qualität. Das sieht, denke ich, hinterher sieht das Ding hier wirklich fantastisch aus. Ansonsten, sage ich mal, der Mechanismus, ob das wirklich sinnvoll war, hier den Sitz noch mit zu verstellen, das sei mal dahingestellt. Das weiß ich nicht. Man braucht doch schon sehr viel Kraft. Mit der Version mit den Power Functions läuft es über einen XL-Motor, der dann die Sitze vorstellt, dann ist es kein Problem. Aber mit dem Kurbeln ist es ein bisschen nervig. Okay, gut. Wir werden es wahrscheinlich hinterher auch nicht oft machen, wie so oft. Ansonsten ist es vom Aufbau her, wie gesagt, immer noch sehr ungewöhnlich. Und es ist mit eins der anspruchsvollsten Modelle. Nicht unbedingt, weil die Bautechniken so super anspruchsvoll sind, sondern weil er einfach oft nicht gut drankommt. Es ist einfach ziemlich nervig. Oft braucht er irgendwie noch ein Messer zum Gegendrücken oder eine dünne Pinzette, um was zu halten oder eine Zange. Also nur mit meinen Wurstfingern bin ich manchmal hier aufgeschmissen. Weil hier zum Beispiel auch das, nur so Kleinigkeiten, wo dann hier später einfach wieder reinkommt. Das und dann, es ist oft so gebaut, dass alles vorher zugebaut worden ist. Und dann müsst ihr noch, hier auch wunderbar, die beiden beigen Gears, die dann mit einer Achse seitlich fixiert werden. Wenn ihr die reinsetzen müsst und hier gleichzeitig oben noch das andere, das sieht er jetzt nicht, hier oben ist auch noch ein Zahnrad. Ja, also das allein waren wieder irgendwie 5 Minuten, bis ich die beiden beigen Zahnräder da reingedrümmert hatte. Die Bauzeit ist relativ lang dadurch. Also diese 3 Bauabschnitte waren jetzt schon 4,5 Stunden. Also wenn wir bei 1,5 Stunden pro Bauabschnitt bleiben, dann sind es hinterher über 20 Stunden. Das ist dann schon ordentlich. So, ich bin hier mitten im Bauabschnitt 4, aber hier kann ich euch jetzt wunderbar zeigen, was für ein Murks manchmal der Aufbau dieses Sets ist. Und ich habe euch vergessen zu sagen, dass man hier 16 Länge Carbonachsen haben, die, auf denen die Sitze lang gleiten. Hatte ich im englischen Tee gesagt, im deutschen hatte ich es vergessen. Okay, wir haben den Boxermotor drauf gebaut und der sitzt auch schön, wie er gehört als Boxermotor. Aber das will ich euch gar nicht zeigen, sondern so, pass auf. Seht ihr dieses Zahnrad? Das da, also nicht das,
was vertikal sitzt, sondern das hier, was horizontal sitzt. Ihr müsst die Achse, die gelbe, von hier oben durchstecken, hier durch das schwarze Zahnrad und hier unten dann irgendwie dieses graue Zahnrad da reinkriegen und die Achsaufnahme treffen. Genau. Ihr kriegt es schon mal ohne Zange, Pinzette da fast nicht rein. Weil ihr seht ja, das ist jetzt nicht wirklich gerade mit viel Platz versehen dort unten. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie frustrierend der Aufbau dieses Sets manchmal sein kann. So, der Bauabschnitt 4 ist fertig und ihr seht, es ist die hintere Radaufhängung, Radaufnahme noch dazugekommen, Federung oder zumindest das, was aussieht wie eine Federung, wollen wir es mal so sagen. Es sieht nett aus. Ne? Es sieht nett aus. Okay. Und hier, wir kriegen so ein bisschen auch den ersten Eindruck, in welche Höhe uns das Ganze führen wird. Weil es auch wieder ein, zwei Sachen dabei, wo man echt gedacht hat, also das hier rein zu klicken und wer ihn schon gebaut hat, weiß, was ich meine. Auch hier hätten wir einfach auch wieder vermeiden können. Naja, egal. Wir werden das Ding schon irgendwie fertig kriegen und hinterher ist ja dann schön nach getaner schwerer Arbeit dann sein vollendetes Werk zu sehen, oder? Alla, durchhalten. So, der Bauabschnitt 5 ist fertig. Er hat uns jetzt vorne nichts an der Vorderachse gebracht, aber wir haben hinten diesen ja doch schon ziemlich hässlichen 6-Zylinder-Boxermotor verkleidet, aber so, dass man es aufklappen kann. Also man kann es ja theoretisch rausholen und hat dann nochmal hier Zugriff auf den 6-Zylinder-Boxermotor. Der aufgrund dieser Bauweise, dass dazwischendrin die Hülsen draufgesteckt worden sind, zwar jetzt von der Größe her besser reinpasst in dieses Auto, aber sieht halt optisch ein bisschen seltsam aus. Ich denke, wir werden öfters hier auf Begrenzungen stoßen, die ja das 1:6 so ein bisschen, genauso mache ich mir hier Sorgen, das ist ja nicht normale. Radaufnahme, Bremsscheibe, die dürfte auch ein bisschen unterdimensioniert wirken mit den Reifen dann. Okay, aber ja, auch hier wieder teilweise Baumethoden dabei oder besser gesagt Stellen dabei, wo man dermaßen schlecht hinkommt. Also es zieht sich so ein bisschen durch. Okay, meine Sorge ist, hier sind so viele Umleitungen und Anschlüsse dran. Ich weiß nicht, ob ohne Motor das hier alles funktioniert von der Kraftaufwendung her. Also ich habe selten ein Modell gebaut, wo ich dermaßen viel lange umleit, so viel Achsen, so viel vor allem von den kleinen Zahnrädern, die jetzt bei der Kraftübertragung nicht wirklich die besten sind. Würde man alles mit den großen Beigen lösen, wäre das was ganz anderes und mit Schnecken. Aber mit vielen kleinen Zahnrädern geht halt echt viel Kraft verloren bei der Übertragung. Und wir werden sehen, ob zum Schluss alles funktioniert. So, der Bauabschnitt 6 ist erledigt und hat uns links und rechts die hinteren Kotflügel gebracht. Er hat uns die schräge Heckpartie, die ikonische, gebracht und oben schon mal ja, einen recht großen und breiten Teil vom Dach. Okay, wie seht ihr, haben wir da hinten diese zwei Fake-Federungen angeschlossen, die ja mehr Schein als Sein sind. Schön gemachte Winkel. Da haben wir ein großes oder ein relativ großes Dark Transparent Panel. Wir haben hinten gesehen einen Haufen von den Panels quer angesetzt, um diese Riffeloptik hinzubekommen. Da hinten haben wir diesen Liftarm, der da ein bisschen wobbeln soll und dann später diese Luftspoilerbremse ausfahren und bewegen soll. Wo ich echt noch gespannt bin, ob das überhaupt funktioniert. Ansonsten ist es cool, dass wir jetzt endlich mal richtig sehen, wie die Farbe denn hier großflächig aussieht. Und sie sieht richtig, richtig gut aus. Also da kann man absolut nichts sagen. Das ist eine richtig geile Farbe. Und ja, viel davon, ne? Aufgrund des doch beträchtlich großen Autos. Ja gut, die Bremsscheiben wirken ein bisschen verloren. Bauabschnitt 7 erledigt und ihr seht, der Heckspoiler. Hier haben wir aber leider eine Verfärbung. Gut, wenn man es weiß, kann man das hier auch geschickt woanders einbauen. Das ist es nicht das Einzigste hier, wo man so gut sieht. Was soll's. Aber ansonsten auch die Goldteile sind von
schöner und guter Qualität. Das hier hinten muss man so ein bisschen stellen, die Winkel. Ja. Okay, die Teile hier sind bedruckt. Wunderbar. Ja, schon beeindruckendes Ding. Kann man nichts sagen. Ja, Bauabschnitt 8 ist erledigt und hat uns hier nochmal, das hier haben wir zugemacht. Hier haben wir, hier haben wir zugemacht, das hier wurde angebracht. Auch hier haben wir wieder leichte Veränderungen in der Farbe. Genau wie hier. Ich denke, wenn man das kombiniert, gibt es vielleicht dann eine helle und eine dunkle Seite. Aber ihr seht, es ein bisschen hängt es auch vom Licht ab. Nicht bei allen, die hier sind eindeutig dunkler. Aber es ändert sich immer ein kleines bisschen im Licht. Genauso hier ist auch wieder ein hellerer dabei. So, des Weiteren kam hier ein bisschen so armaturenbrettmäßig was hin. Verstärkung hier und die beiden Sitze. Und die sind auch ziemlich aufwendig gestaltet. Also, und so wie sie noch nie, ihr wisst, die wohl länger schon dabei sein. Ich bin immer gespannt, wie die Sitze gemacht werden. Und auch hier war es wieder ein bisschen anders als gewohnt. Von daher alles in Ordnung. So, Bauabschnitt 9 ist erledigt und hat uns hauptsächlich die Türen hier gebracht. Die sind ziemlich dick und massiv. Das sind richtig fette Türen. So, den dummen Frank ist nur wieder ein kleiner Fauxpas passiert beim Einbauen. Und zwar, jetzt sind die vorne, die Sitze vorne und die Türen zu. Wenn ich jetzt drehe, dann gehen die Sitze nach hinten und die Türen auf. Ich glaube, es sollte andersrum sein. Aber ich komme nicht mehr an die Achse dran. Das war jetzt schon so verbaut, dann der Liftarm nach außen gestellt. Ja, das war mir dann zu viel. Und im Endeffekt ist mir auch ziemlich egal, ob jetzt die Türen aufgehen, wenn man nach vorne geht oder nach hinten geht. Der Mechanismus ist eh nicht so wirklich prickelnd, muss man schon sagen. Hier geht viel Kraft verloren. Es ist sehr anstrengend, das Kurbeln. Und ja, ich denke, wenn es motorisiert ist, macht man es vielleicht ein paar Mal. Von Hand wird man das ein-, zweimal machen. Ja, kann das Auto was? Ja, es kann die Sitze vor- und zurückfahren und die Türen gehen dabei auf. Jo, dann hat man seinen drei besten Freunden gezeigt, die sich für Klemmbausteine interessieren. Die anderen halten uns eh für dappig. Und dann hat sich das erledigt. Also, ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, achtet drauf, dass wie der Connector steht. Und der Sitz, damit es dann auch, weil ich habe ein anderes Review gesehen, da war es dann genau andersrum, genau, da sind die Türen andersrum. Nach hinten sind sie zugegangen, hier gehen sie jetzt nach hinten auf. Naja, ich denke, ihr könnt damit leben. Ansonsten ist es seit dem fünften Bauabschnitt nicht mal ganz so fummelig, aber es kommen immer wieder Stellen, wo er dann wirklich so blöd was anbringen müsst. Ich hatte gedacht, es ist mit der Mechanik dann erledigt, aber es gibt auch hinterher immer noch ein paar Stellen, wo ihr echt flucht. Ja, der Bauabschnitt 10 ist erledigt. Leider ist hier die Originaltonspur verloren gegangen. Ich muss es jetzt so ein bisschen rekonstruieren. Gut, wir haben vorne den fünften Rahmen angebracht, den letzten gelben großen Technikrahmen. Wir haben die Vorderachse so langsam eingesetzt. Ihr seht hier, das ist das Differential, dasselbe wie hinten. Mit dem ganz großen Kronensatz und dem kleinen Kronensatz. Ja, momentan noch nicht nach außen rausgeführt, einfach nur mal als Differential eingebaut. Das beige Zahnrad, was ihr da seht, das ist später für die Höhenverstellung zuständig vom Fahrwerk. Und das ist ja einmal komplett unten alles durchgeleitet und dann nach oben. Das ist für die Sitze, das Zahnrad für die Sitze und die Türen. Das haben wir ja schon alles angebracht und probiert. Das funktioniert ja auch so halbwegs. Und die links und rechts, was da jetzt raussteht, das ist dann für die Höhenverstellung vom Fahrwerk zuständig. Auch hier wieder Sachen dabei, wo man kurz mal flucht, wo man denkt, muss das sein, geht das nicht anders? Ja, gut. Wir haben es überlebt, aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich hier schon mal die Vorderachse drin haben und es Richtung Ende von dem Ganzen hingeht. Ja, da werden wir jetzt als nächstes die Lenkung noch einsetzen und so weiter und so fort und dann die vorderen Verblendungen alle mal dran bauen. Ich bin gespannt, wie es funktioniert und vor allem, wie die Lenkung und der Winkel sind. So, Bauabschnitt 11 ist erledigt und hat uns hier hauptsächlich alles um die Vorderachse rumgebracht.
Und es sind wieder Stellen dabei gewesen, wo ich es am liebsten gegen die Wand kurz geworfen hätte. Das sieht man jetzt, glaube ich, nicht mehr. Na, hier unten drunter auf jeden Fall. Ihr baut es komplett zu und dann müsst ihr zum Schluss nochmal zwei Zahnräder reinschieben. Leck mich doch echt. Also, ich bin mir jetzt mittlerweile sicher, der Designer ist derselbe Typ, der den Laubbläser erfunden hat. Hat gedacht, ich brauche eine neue Geißel für die Menschheit. Und da Klemmbausteine die letzten Jahre so populär geworden sind, hat er sich gedacht, okay, der Laubbläser war schon gut, aber hiermit treibe ich die Leute absolut in den Wahnsinn. Noch zwei Bauabschnitte. Mal gucken, ob er es schafft. Naja. Bauabschnitt 12 ist fertig. Ein bisschen schon von 13, die beiden Teile hier. Ansonsten war 12 noch, ne? Motorhaube, Kotflügel. Hier wäre es besser gewesen, den etwas helleren darüber zu setzen und den dunkleren darüber. Naja. Das finde ich das Einzige, was so ein bisschen, aber aus der Entfernung macht das. Das sieht jetzt hier im Licht und so weiter natürlich schlimm aus, aber wenn er im Regal steht, denke ich, fällt es gar nicht mal so arg auf. Ja, auch Bauabschnitt 12 war wieder getrübt von Sachen, wo man nicht drankommt und flucht und macht und tut. Und ich wirklich froh bin, wenn es jetzt fertig ist. Ja, Bauabschnitt 13 ist ein bisschen kleiner. Frontschürze, Lichter, fertig. So, geschafft. Ich bin fertig. Wirklich fertig. Bin echt froh, dass es vorbei ist. Es war schon eine aufregende Erfahrung. Okay, dann mache ich noch die Reifen dran und dann sehen wir uns dann gleich im Review-Teil. Wollen wir mal sehen, ob man eine Kaufempfehlung aussprechen kann. Fertig, er hat es geschafft, ohne sich irgendwie zu erschießen, aus dem Fenster zu stürzen, nach fast 20 Stunden Bauzeit. Oioioioioi. Ist er fertig, unser TGL Porsche 911, wahrscheinlich RS2, RS3, dank dem fetten Spoiler und dem sehr tiefen Fahrwerk, zu dem wir später noch kommen. Ich messe ihn gleich mal durch. Ich denke, das ist das Interessanteste für die meisten von euch. Was haben wir hier in Gesamtlänge? Gute 68 cm, ungefähr 17 in der Höhe und gute 32 in der Breite. Also wirklich 68 mal 6, ne, kommt schon an die Originallänge hin. Also Maßstab scheint, also wahrscheinlich nicht ganz genau auf den Zentimeter zu stimmen, aber ungefähr. So, gehen wir das Ding mal durch. Ihr habt meinen Leidensweg in den Aufbauvideos gesehen. Ihr habt Fotos vom fertigen Set gesehen, sodass ich es jetzt nicht mehr 80 Mal in die Kamera halten muss und rumdrehen. Ich kann direkt dazu kommen. Gehen wir die Punkte durch. Fangen wir an mit der Anleitung, wie immer. Schön dick. Von den Teilen, die man pro Seite verbaut, alles super. Alles gar kein Problem. Ich wünschte mir nur manchmal ein bisschen bessere Darstellung. Es ist jetzt so, wenn ihr das Set nicht zusammenkriegt, dann liegt es nicht an der Anleitung, dann liegt es einfach an dem Ding hier. Die Anleitung hält einen jetzt nicht davon ab, sie könnte aber ein bisschen besser sein. Aber es ist nicht die Anleitung, die einen in den Wahnsinn treibt, sondern es sind die Bautechniken, da kommen wir dazu. Also Anleitung ist befriedigend, ist okay. Ich sag's gleich vorneweg, wer sich das Set holt,
frustresistent. Das ist kein Anfängerset. Nur weil er denkt, oh cool, Porsche in Metallic Blau, den brauche ich. Und ich habe mal irgendwie von Lego und 50, 60 Euro Toms oder irgendeinen Charger gebaut. Doms Charger. Versucht's, aber ne, beschwert euch hinterher nicht, wenn er eben aus dem Fenster springt oder das Ding in die Mülltonne dreht. Das Ding ist wirklich nur für Leute, die eine hohe Frustrationsgrenze haben und die ein bisschen Erfahrung haben. Okay, aber ich sag, Anleitung okay. Teile, Qualität, gut. Die blauen Pins gehen ein bisschen schwerer, als man es jetzt von den neuen Moleking, so wie die alten Moleking Pins. Von daher, die Liftarme alle von guter Qualität, die Konnektoren, da fällt nichts ab. Das ist absolut gut. Es ist nicht super, aber es ist gut. Die Farben, wir haben ungefähr so 5 bis 6 von ganz leicht verschiedene Blautöne hier drin. Das lässt sich bei so einem Grundstoff hier, der Metallic-Pigmente drin hat, nicht oft anders machen. Das hat mit der Durchmengung und der Verteilung der Pigmente zu tun. Das kriegt er nicht wie bei einem normalen Farbstoff durchgehend gleichmäßig hin. Ich weiß, ich habe ein bisschen Epoxidharz-Erfahrung. Da haben wir auch oft mit Metallic-Pulvern gearbeitet als Farbpigmente. Und selbst wenn ich auf den Tropfen und aufs Mikrogramm irgendwas nachbauen wollte eine Woche später, der Farbton war leicht anders. Einfach die Verteilung der Farbpigmente, damit muss man leben, wenn man das Ding hier in Metallic kauft. Ja? Das kriegt er nicht einheitlich hin, höchstens es ist lackiert. Das ist dann nochmal was anderes. Wenn es aus der Spraydose nachträglich lackiert ist, dann kriegt man es einheitlich hin. Wenn es gegossen ist, nicht. Trotzdem super. Das sieht einfach rattenscharf geil aus. Ich finde es eine schöne Farbe. Meine Frau fand es auch richtig toll. Und aus ein bisschen Entfernung stört es auch nicht so, dass es leicht verschiedene Blautöne sind. Oder mich nicht. Mich nicht. Das sieht einfach geil aus. Auch das Gold ist schön. Kann man nichts sagen. Ihr könnt auch ein bisschen rübergehen. Das zerkratzt nicht gleich. Und wie gesagt, daraus, dass es gegossen ist, könnt ihr Kratzer reinmachen. Es ist unten immer noch Metallicblau. Außer die Reifen, oder besser gesagt die Felgen, die sind innen gelb, die sind pulverbeschichtet. Von außen fällt es nicht auf. Wenn man von hier so durchguckt, denkt man, ja, okay. Ja, wenn man genau hinguckt, sieht man es auch durch die Felgen durch so ein bisschen. Ne? Also da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können, aber insgesamt alles gut. Normalerweise sage ich jetzt erst was über den Aufbau, aber das geht länger. Insofern sage ich einfach was über das fertige Set. Ich finde ihn gelungen. Meine Frau hat sofort erkannt, Porsche 911. Der Max hat sofort erkannt und der ist halber Türke. Der kennt normal nur BMW und Mercedes. Und trotzdem hat er den Porsche 911 erkannt. Also von daher, nee, der sieht schon gut aus. Der hat es schon gut getroffen. Das hebe ich natürlich trotzdem noch rein. Aber ich finde, es ist schon okay. Die Front ist eh ikonisch. Also wer da keinen 911er erkennt, hat wahrscheinlich noch nie einen gesehen. Die Seitenform erkennt man den 911er, finde ich. Von hinten, ja okay, da könnte es eventuell auch ein anderes Sportauto sein. Aber ich finde, der ist gelungen. Ja, für 1:6. Auch die Felgen und die Reifen passen saugut in die Formteile von den Radkästen rein. Die füllen es endlich aus. Bei den 1:8ern war da immer viel Platz. Ich finde hier beim 1:6er sieht es richtig geil aus. Und er ist richtig schön tief. Also zur Federung komme ich gleich. Die ist ja nämlich eigentlich nicht vorhanden. Ja, das Ding hat keine Federung. Da gibt nicht nach. Das ist bretthart wie der richtige Porsche GT2 und der GT3. Okay, Aussehen, Geschmackssache, ich finde ihn gut. Ja. Die Carbon-Teile hier, die sind schon bedruckt, das sind keine Aufkleber. Auf der Motorhaube vorne. Ja. Und die hinten an den Finnen. Ne? Ja, die Finnen. So, es gibt noch einen Aufkleberbogen. Vergesst's. Grümel Baut hat ihn motorisiert gebaut. Das ist vielleicht sogar bei dem Set gar nicht schlecht. Erstens, er ist nicht so lahm, wie ich gedacht habe bei dem Gewicht und 2 XL-Motoren. Er hat sich relativ gut bewegt, nicht viel langsamer als ein 1:8er. Vor allem, ihr könnt ihn lenken. Wir haben keine Hand-of-God-Steuerung, also ist die Funktion schon mal für den Arsch. Insofern, der ist wahrscheinlich elektrisch, ob es jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, er ist sinnvoller als so manch anderer 1:8er. Wie gesagt, er denkt, er fährt gut, er lässt sich gut lenken, weil Hand-of-God-Steuerung haben wir nicht. Und die Funktionen sind hier sehr bescheiden. Okay, gehen wir mal durch. Also, er rollt, wir haben zwei Rad... Ja, nee, irgendwas blockiert gerade. Zack. Dreht er? Ja, schwergängig. Aber sie drehen sich.
Okay. Man kann hier Zweirad- oder Vierradantrieb zuschalten, Schalter im Kardantunnel. Und dann schaltet er die Vorderräder zu. Bevor alles verbaut ist, seht ihr auch, dass es gut funktioniert. Wenn er jetzt motorbetrieben wäre, könnte ich ihn nach oben halten und ihr seht vom Zuschalten erst nur Hinterradantrieb, dann Allradantrieb. Aber das geht. Das funktioniert gut mit dem Zuschalten. Die Lenkung, ja, ne? Ich komme nicht dran, ich habe große Finger. Es sind 1:6, ich komme da schon dran. Aber was soll das? Wenn ich das Ding dann motorisiert oder eine Hand-of-God-Steuerung, so ist es für den Arsch. Genau. Lenkeinschlag geht. Ich habe erst gedacht, fast gar nichts. Aber es geht. Ja, der hat jetzt keinen super Wendekreis. Und das Ding ist riesig. Also, den könnte ich wahrscheinlich nur in 2 oder 3 Zügen wenden in meiner Küche. Aber es geht. Alles gut. An die Lenkung angeschlossen ist hier hinten ein bisschen ein Spoiler. Aber das funktioniert nicht. Ich habe den zwar vorne angeschlossen, muss man ganz zum Schluss noch eine Achse durchschieben und dann ist an die Lenkung das dran. Das ist ein Technikrahmen hinten drin, der sich so ganz leicht bewegt. Vergesst es. Für den Arsch. Das ist, selbst bei Krümel baut mit dem elektrischen, sieht man das nicht wirklich, dass sich das Ding bewegt. Also das ist eine Funktion, die hätte vollkommen weggelassen werden können. Wie viel ist bei dem Set? So, Höhenverstellung vom Lenkrad, vom Fahrwerk. Ich habe mir hier schon einen Ochsen gedreht. Ich habe es gesehen beim Krümel, dass es funktioniert elektrisch. Jetzt weiß ich nicht, ob die Übersetzung so bescheiden ist, dass ich einfach eine Stunde drehen muss oder ob durch diese vielen, vielen Verbindungen, da komme ich gleich dazu, doch irgendwas nicht funktioniert hat und deswegen die Höhenverstellung nicht geht. Ich drehe mir hier einen Wolf und es bewegt sich nichts. Ja, ich sehe zwar die Zahnräder sich ganz leicht bewegen, aber die Schnecken, die jetzt hier hinten fürs Fahrwerk zuständig wären, die bewegen sich nicht. Weiß nicht, ob es wie gesagt so lahm übersetzt ist. Es ist für den Arsch. Ihr habt ja gesehen, das geht hier unten, Achtung, springt die Tür auf. Das ist so weit und so lang übersetzt hier unten rum. Mir war von Anfang an klar, dass die Funktion, so wie ich es gebaut habe, nicht gescheit funktionieren wird. Ich sag mal, es ist aber bei dem Set vollkommen egal. Das Ding ist ein reines Display-Set. Absolut. Die Funktion für den Arsch. Das Fahrwerk hoch und runter fahren. Also, ja, egal. Okay. Hier vorne, die Funktion geht. Und ich weiß nur nicht, ob ich sie richtig rum eingebaut habe oder nicht. Muss ich kurz gucken, welche Richtung. So, ja. Wenn ich jetzt hier vorne drehe, sehr langsam und sehr geduldig, dann gleiten die Sitze nach hinten auf einer, ich glaube, auf einer 16er Carbonstange. Also es sind ziemlich viele lange Carbonstangen drin. Ich habe 3 5er, 2 16er und 2 mit über 20 drin. Also ihr dreht euch hier einen Wolf. Und rein theoretisch, oh Mann, echt, das meine ich mit, stattet das Ding mit Motoren aus. Was sollen die Funktionen, wenn ich eine Ewigkeit kurbeln muss wie ein Verrückter? Oh. Ja, ihr habt es gesehen, die Tür fängt an sich zu bewegen. Bei mir ist es jetzt so, wenn ich ganz nach hinten gedreht habe, dann gehen auch die Türen auf. Bei Krümel war es andersrum. Da gehen sie auf, wenn er nach vorne geht. Ich denke, so ist es eigentlich sinnvoller, dass wenn ich nach hinten gehe, dass dann auch die Türen aufgehen. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Der Mechanismus ist auch bescheiden umgesetzt. Das ist einfach über so viel Längen so oft weiter transportiert. Ne, ihr seht, ich kriege das zu, obwohl hier der Liftarm, der lässt sich einfach zurückschieben. Das ist so oft umgeleitet und so dappig gemacht, dass sich das einfach zurückschieben lässt und es passiert nichts. Da ist kein Widerstand mehr dazwischen durch die Zahnräder, weil es einfach so oft umgeleitet ist. Aber ich denke, so ist es sinnvoller, dass wenn er nach hinten geht, die Türen aufgehen, man kann gut aussteigen und dann dreht man wieder geduldig in die andere Richtung, nach vorne. Seht ihr? Und dann geht die Tür ein bisschen zu. Wie von Geisterhand. Boah.
ihr flucht nicht nur beim Aufbau bei dem Set, sondern ihr flucht auch bei den Funktionen. So, mir ist jetzt scheißegal. Es funktioniert leicht und langsam, aber es ist einfach für den Arsch. Es tut mir leid. Die haben sich wirklich Mühe gegeben. Sie haben sich was dabei gedacht. Wie kriegen wir da rein? 1:6, wir müssen irgendwie was machen. Es ist nett. Also wie gesagt, das mit dem Sitz funktioniert schon einigermaßen. Elektrisch natürlich wesentlich einfacher und schöner. Das Fahrwerk hinten funktioniert eventuell bei mir nicht. Aber sind wir mal ehrlich. Wenn ihr den nicht motorisiert, dann ist es ein reines Displayset. Die Funktion, ihr habt es gesehen, ans Lenkrad kommt er nicht. Selbst wenn hier hinten geht, dreht ihr ewig, hier vorne dreht ihr ewig. Wer macht das? Niemand. Oder das macht man ein, zwei Mal, um es zu sehen, wenn es fertig gebaut ist und dann nie wieder. Wenn es elektrisch geht, macht man sicher öfters. Da zeigt man das Freunden, guck mal, der kann hoch und runter fahren. Guck mal, da gehen die Türen auf und die Sitze vor. Also wenn er ihn euch holt, dann holt ihn euch elektrisch. Oder wer mir meinen abkaufen will, ihr wisst, wie immer, ich verkaufe ihn. Kein Platz, erst recht nicht für 1:6. E-Mail steht in der Kanalinfo. Wer ihn haben will, günstig, schreibt mir eine E-Mail, schicke ich ihn euch zu, aber komplett zugebaut. Ich baue die Dinger nicht auseinander, der kommt in einen großen Karton und zu euch. Und dann dürft ihr ihn nochmal aufbauen, wenn er das Fahrwerk hier hinten. So, aber mal zu den Funktionen generell. Die sind so oft umgeleitet und über so eine Länge verteilt und oft mit diesen kleinen beigen Zahnrädern. Das kann nicht gescheit funktionieren. Selbst wenn es ein bisschen funktioniert, rudimentär, es läuft nicht rund. Dafür ist es zu oft umgeleitet, über die kleinen Zahnräder gemacht, die einfach sehr viel Kraft verlieren. Das ist nichts. Das ist einfach nichts. Gute Idee, nett versucht umzusetzen, aber hinterher einfach dran gescheitert an den Ambitionen, am Plastik, an der Länge, an den Winkeln, an der Kraftverteilung. Es funktioniert einfach nicht gescheit. Daher, so schade es ist, es ist aber ein reines Displayset, in meinen Augen. Dafür ist es aber ein beeindruckendes Displayset. Als der Max gestern kam, habe ich gesagt, ne, ja, wir konnten jetzt 10 Tage nicht zocken, was hast du gebaut? Dann sieht er das Ding, denkt, boah, und er hat ja schon einiges bei mir gesehen. Aber bei dem gesehen hat er echt gedacht, wow, was ein Monster. Also das Ding sieht geil aus, er ist beeindruckend, er ist schön groß. Er macht ungefähr 75% der Zeit Spaß zu bauen. Die anderen 25% wollt ihr euch das Leben nehmen oder irgendwas gegen die Wände schmeißen. Okay, da sind wir. Also, es gibt für mich nur 2 Gründe, das Set zu kaufen. Als Displayset, super geil. Super, super geil. Tolles Displayset in einer tollen Farbe, wunderbar. Oder als Teilespender. Als Teilespender ist der fantastisch. Wir haben 2 Differentiale drin mit den großen Aufsätzen, also für die Kraftübertragung her wunderbar. Wir haben schöne große Felgen drin, schöne große Reifen drauf. Wir haben ich habe noch nie ein Set gebaut mit so viel Zahnrädern und Achsen. Noch nie. Und ich habe selbst in dem großen 12.000 Teile Abschleppwagen waren nicht so viele Achsen, glaube ich, und Zahnräder verbaut wie hier drin. Also nur um nochmal meinen Frust beim Aufbau ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Also, wer ihm gefällt, holt ihn euch, seid frustresistent oder kauft mir meinen ab, schon fertig aufgebaut, könnt dann direkt ins Regal stellen und seid glücklich und ich auch. Aber ja, ihr müsst einfach frustresistent sein, sonst ist es kein Set für euch. Sonst ist es kein Set für euch. Das ist wirklich, Krümel hat es glaube ich auch gesagt, das Ding ist einfach die Hölle beim Aufbau. Man verliert wirklich ein bisschen Lebenswillen. Okay. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, schreibt sie in die Kommentare. Dann generell wüsste ich mal von euch, wie findet ihr ihn generell? Ist es für einen Porsche 911, ist es gelungen? Wie haben sie die Teile umgesetzt? Wie haben sie die ikonischen Augen umgesetzt? Passt es für euch? Und findet ihr 1:6 cool? Ich finde 1:6 cool zum Display hinstellen, aber nicht gut geeignet für Funktionen, weil es einfach über die Länge mit dem Plastik einfach zu viel. Und vor allem, weil so oft 90 Grad und Schnecken gewählt wurden. Und Schnecken dann noch mit kleinen Zahnrädern. Okay. Bevor ich weiter hier abschweife, soll es das gewesen sein. Ich war selten so frustriert, deswegen baue ich als nächstes jetzt ein Modular von Morg. Das Science Museum kommt als nächstes von mir. Das müsste ich jetzt übers Wochenende fertig kriegen und euch Anfang nächster Woche präsentieren können. Und dann kommt von Kada der neue Ferrari von Kada. Ich hatte, glaube ich, das Pariser Restaurant bestellt, habe es gestern aufgemacht und sehe, das ist kein Pariser Restaurant, das ist ein Ferrari. Also gibt es nochmal ein Technikset, danach ein 1:8.
Aber bei dem bin ich mir sicher, dass das nicht so frustrierend vom, obwohl der Designer, glaube ich, hat auch den Lamborghini gemacht. Nein, wir werden sehen, okay. Ein schönes Wochenende euch noch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Euer Frank. Bis bald. Bye, bye.